Achtung, wer noch nicht geimpft ist, sollte sich dieses Video auf keinen Fall anschauen. Meinst du, es funktioniert? Jetzt im Ernst, das ist ein Video vor allem an alle Geimpften, an alle, die Kontakte reduziert haben, die verzichtet haben, die vieles auf sich genommen haben, die müde sind, die wütend sind und sie sich jetzt fragen, was hat das alles gebracht? Warum sind wir scheinbar immer noch da, wo wir letztes Jahr waren? Und geht das jetzt für immer so weiter? Nein. Zumindest nicht, wenn wir jetzt das Richtige tun. Auch wenn es sich so anfühlt wie und täglich grüßt das Murmeltier, ist unsere jetzige Situation doch sehr anders als letztes Jahr. Und erst wenn wir verstanden haben, inwieweit diese Welle anders ist als alle anderen, können wir vernünftig handeln und die Pandemie so schnell und so gesund wie möglich beenden. Also keine Panik, holt euch einen Tee, wir steigen durch. Lasst uns anfangen mit einer kurzen Wiederholung, weil es sehr wichtig ist. Wisst ihr noch, am Anfang der Pandemie, als überall von flatten the curve die Rede war, die Infektionskurve flach halten? Wir wollten verhindern, dass unser Gesundheitssystem zusammenbricht, was wir leider gerade in Italien, Spanien oder New York mit Schrecken beobachten. Wenn die Intensivstationen nicht mehr genug Betten für alle Patienten haben, dann müssen schreckliche Entscheidungen über Leben und Tod getroffen werden. Das darf nicht passieren. Sagen wir, hier ist die Belastungsgrenze der Intensivstation, die übrigens nicht in erster Linie von der Anzahl der Betten abhängt, sondern von speziell geschultem und völlig überarbeitetem Personal. Jedes Reiskorn steht für einen Menschen, der nach einer Covid-19-Infektion auf der Intensivstation landet. Lassen wir das Virus einfach so durchrauschen, ohne was zu unternehmen, also ja, Mittelalter-Seuchen-Style, sieht der zeitliche Verlauf der Intensivfälle so aus. Kurz und extrem schmerzhaft, weil dabei das Gesundheitssystem kollabiert. Deswegen lautete am Anfang der Pandemie die Devise Flatten the Curve. Die Infektionszahlen unter die Belastungsgrenze des Gesundheitssystems drücken. Das Problem war nur, dass die Grenze nicht hier lag, sondern eher hier. Und um die Infektionskurve so krass zu drücken, braucht es krasse Kontakteinschränkungen und je flacher die Kurve, desto länger dauert's. Um den Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems zu vermeiden, müssen wir strenge Maßnahmen für 1 bis 2 Jahre lang aufrechterhalten. Und das geht nicht. Wir sehen ja jetzt schon, welche immensen Schäden für die Volkswirtschaft zu erwarten sind. Da hängen Existenzen und damit auch wieder Menschenleben dran. Und auch welche allgemein gesellschaftlichen, auch psychologischen Folgen das hätte langfristig. Das können wir derzeit noch gar nicht fassen. Tja. Inzwischen können wir es besser fassen. Jedenfalls wurde klar, flatten the curve ist nicht, so lange hält das keiner aus. Aus flatten the curve wurde stop the curve. Wir müssen die Kurve stoppen. Wie? Idealerweise mit einem sofortigen, schmerzhaften, aber dafür kurzen Lockdown, die Infektionszahlen so stark runterzudrücken, dass wieder jede Infektion nachverfolgt werden kann und jede neue Infektionskette gebrochen werden kann. Dann würde für viele Menschen wieder so etwas wie Normalität zurückkehren, denn dann wären die strengen Maßnahmen wieder nur gezielt auf die Erkrankten und ihre Kontaktpersonen konzentriert. In so einem Zustand lässt es sich nämlich erträglich bis zum Impfstoff ausharren. Im Sommer 2020 waren wir nahe dran an diesem Idealzustand. Doch wir haben ihn nicht gehalten, sondern haben eine zweite Welle zugelassen und eine dritte und jetzt eben eine vierte. Nur der Unterschied jetzt ist der Impfstoff da. Wie gesagt, das hier ist ein Video für Geimpfte. Ich brauche euch nicht vom Impfen zu überzeugen. Aber der nächste Abschnitt ist wichtig, um zu verstehen, wieso diese Welle anders ist als die bisherigen und was deswegen jetzt zu tun ist. Impfen ist der beste Käse. Macht gleich Sinn. Wait for it. Vom Käsescheibenmodell habt ihr vielleicht schon gehört. Wir haben ja inzwischen unterschiedlichste Möglichkeiten, das Infektionsgeschehen zu bremsen. Masken, Abstand, Schnelltests, Homeoffice, 2G, 3G, you name it. Keine dieser Maßnahmen ist perfekt darin, Infektionen zu verhindern. Jede hat so ihre Mängel, ihre Löcher, wie eine Scheibe Käse. Aber je mehr Maßnahmen man kombiniert, also je mehr löchrige Käsescheiben man hintereinander schaltet, desto dichter ist das Ganze am Ende, also desto besser ist der Infektionsschutz. Die Impfung ist jetzt nicht nur eine besonders nice Käsescheibe. Also ein gutes Stück Comté. Also Comté hat ja gar keine Löcher. Egal, die Impfung reduziert nicht nur das Infektionsrisiko deutlich, sondern sie ist auch die einzige Maßnahme, die dazu in der Lage ist, diese Pandemie schneller zu beenden, ohne dass mehr Menschen sterben. Mit allem anderen, also von Masken bis Tests, können wir zwar die Kurve flacher machen, aber die Anzahl der Reiskörner, also die Anzahl der Intensivpatienten, bleibt ja gleich. Also die Fläche unter der Kurve bleibt gleich. Infektionen werden nicht verhindert, sondern nur verzögert. Sobald wir mit den Masken und den Tests und so weiter aufhören, nehmen wir ja die Käsescheiben wieder weg und das Infektionsrisiko steigt wieder. Nur die Impfung kann Infektionen nicht nur verzögern, sondern auch wirklich vermeiden. Ja, die Impfung wirkt nicht zu 100%, auch sie ist eine Käsescheibe mit Löchern, aber sie ist der einzige Käse, der bleibt. Hartkäse, sozusagen.
Entschuldigung. Die Impfung macht also die Fläche unter der Kurve kleiner. Und je höher die Impfquote und je wirksamer der Impfschutz, desto weniger Menschen landen auf der Intensivstation. Die Impfung rettet Leben und macht die Pandemie kürzer. Ja, ja, Mai, aber wenn Impfen doch so toll ist, warum ist dann gerade alles so scheiße? Sehr gute Frage. Warum ist gerade alles so scheiße? Und das, obwohl ja Stand heute immerhin mehr als 2/3 der Bevölkerung vollständig geimpft ist. Hat es denn gar nichts gebracht? Erstmal doch. Wir konnten durch die Impfung schon einige Reiskörner entfernen. Also viele Infektionen, Intensivaufenthalte und Todesfälle vermeiden, was die Lage bereits entspannt hat. Das heißt, ohne Impfung wäre alles gerade noch sehr viel beschissener. Warum es aber noch nicht gut ist, noch nicht vorbei ist, liegt daran, dass die Impflücke noch viel zu groß ist. Tatsächlich muss die Impflücke fast vollständig geschlossen werden, damit diese Pandemie vorbei ist. Da hatten wir am Anfang der Pandemie noch optimistischere Aussichten. Da dachten viele, wenn man so 70-80% der Leute geimpft hat, ist der Drops gelutscht. Warum das jetzt nicht so ist, liegt vor allem an drei Dingen. Erstens Delta. Die aktuelle Delta-Variante des Virus, die seit Sommer 2021 Deutschland übernommen hat, ist deutlich ansteckender. Das heißt, man braucht eine höhere Impfquote für den gleichen Infektionsschutz. Zweitens, keine sterilisierende Immunität. Wer geimpft oder genesen ist, kann sich oder andere, wenn auch mit reduziertem Risiko, immer noch anstecken. Wir haben hier also keine sogenannte sterilisierende Immunität. Diese Formel für die Herdenimmunität gilt nur, wenn eine Impfung oder eine durchgemachte Krankheit zu einer sterilisierenden Immunität führt. Ist dieser Schutz nicht komplett gegeben, muss die Impfquote höher sein, um Herdenimmunität zu erreichen. Drittens, abnehmende Impfwirksamkeit. Wisst ihr noch, als ich vorhin gesagt habe, dass mehr als 2/3 vollständig geimpft sind? 2/3 der Bevölkerung vollständig geimpft ist. Die Airquotes waren bewusst gesetzt, denn statt heute ist man erst nach der Boosterimpfung vollständig geimpft. Jetzt gibt es viele Menschen, deren Impfung 5-6 Monate her ist und in Sachen Zahlen frisch nach der Impfung mit BioNTech, wie wir es nennen, ist der Schutz etwa 90% und dann 5 Monate später nur noch 50-70%. Am Anfang ist es ein Faktor 10 Schutz und jetzt ist es nur noch ein Faktor 2-3. Und das macht für die Ausbreitung einen großen Unterschied und damit natürlich dann auch für die Intensivstation. Dass die Immunität nach einer Impfung oder Erkrankung abnehmen kann, ist übrigens nichts super Ungewöhnliches und auch etwas, womit man auch schon vorher gerechnet hatte. Außerdem ist diese Impfung vielleicht gar nicht die einzige, die es geben wird. Vielleicht wird es eine saisonale Impfung, vielleicht gibt es im Herbst eine zweite Impfrunde oder vielleicht muss man sowieso irgendwann nochmal impfen, weil die Impfungen sich an die neuen Mutationen anpassen müssen. Ob es jetzt mit der dritten Boosterimpfung erledigt ist erstmal oder ob es dann noch eine Impfung gibt, ob es was Saisonales wird wie bei der Grippeimpfung, dann wahrscheinlich eher nur für Risikogruppen, weiß man derzeit noch nicht. So oder so gilt, impfen, 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 boostern, 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 wir brauchen mehr Impfpower. Aber kommt die jetzt nicht zu spät? Ist die vierte Welle nicht schon eh verloren? Erstmal, nur weil wir die Impflücke nicht sofort schließen können, heißt es ja nicht, dass nicht jedes Prozent Impfquote die Lage besser macht. Aber vor allem, die vierte Welle ist nicht unbedingt die letzte. Ja, es könnte noch eine fünfte oder sogar sechste Welle geben. Das, was Gesundheitsminister Jens Spahn am Montag sagte: Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein. Aber es ist tatsächlich ja so. Das sollte wahrscheinlich die Notlage deutlich machen, ist aber mindestens mal missverständlich, weil das so klingt, als wäre diese Welle die letzte. Als sei die Impfung noch diesen Winter Thema und danach ist eh egal, weil danach eh durchseucht ist. So ist es aber nicht. Um so eine Durchseuchung zu schaffen, müsste man so viele Intensivfälle und Todesfälle zulassen. Das wäre dann schon fast Mittelalter-Seuchen-Style. Das wird man nicht zulassen. Zum Glück. Zum Pech wiederum, dass auch ein weiterer Lockdown nicht auszuschließen ist, um das Schlimmste zu verhindern. Da wir das Virus nicht ausrotten werden, sondern es hier heimisch werden wird, wird es sogar wahrscheinlich jeden Winter eine Welle geben. Die Frage ist nur, wird diese Welle so groß, dass wir wieder zusätzlich Kontakte einschränken und Sachen schließen müssen? Das hängt einzig und allein von der Immunität unserer Bevölkerung ab. Und Immunität erreicht man eben nicht durch Durchseuchung aus eben genannten Gründen, sondern durch Impfung. Ich sag's nochmal anders. Wenn wir die Impfquote auf dem aktuellen Niveau dümpeln lassen und stattdessen auf Durchseuchung setzen, wird sich das, was wir gerade erleben, in einer weiteren Welle durchaus nochmal wiederholen. Wir brauchen also volle Impfpower. Die Realität ist aber, dass wir diese Impfpower noch nicht aktiviert haben. Und wir alle sich jetzt fragen, aber was kann ich denn jetzt noch tun, außer mich boostern lassen? Ja, es liegt jetzt in der Verantwortung der Regierung, liebe Regierung, die Impflücke so schnell wie möglich zu schließen. Aber bis dahin
können wir alle, müssen wir alle noch was tun. Denn bis dahin gilt, flatten the curve is back, Leute. Das, was am Anfang der Pandemie als unrealistisch galt, nämlich Infektionszahlen so lange niedrig zu halten, bis die Pandemie vorbei ist, ist jetzt nicht nur wieder möglich, sondern auch bitter nötig. Wir besprechen das ja immer im Krisenstab und wir waren noch nie so beunruhigt wie jetzt. Denn Sie wissen ja auch, dass leider im Gegensatz zum letzten Jahr weniger Intensivbetten zur Verfügung stehen, weil weniger Personal zur Verfügung steht. Wenn heute jemand einen Verkehrsunfall hat, dann braucht er auch ein Intensivbett. Und es ist in jeder Region Deutschlands bereits, in jeder, jetzt wo wir hier sprechen, ist die normale Versorgung nicht mehr gesichert, wie wir das kennen. Es hilft ja alles nichts. Wir müssen die Inzidenzen jetzt wieder senken. Und wir müssen unsere ganze Käseplatte rausholen. Jede Scheibe zählt. Jetzt Kontakte reduzieren, Maske anbehalten, Abstand, Homeoffice, 2G, 3G, testen die ganze Käseplatte. Wie gesagt, flatten the curve. Es lohnt sich. Das Ende der Pandemie ist dank Impfungen in Sicht. Und ja, natürlich haben wir keinen Bock mehr. Und auch ich kotze im Strahl, so wie wir alle. Aber wisst ihr, was wirklich positiv ist? Wirklich. Letztes Jahr wussten wir oft nicht im Detail, was am besten zu tun ist. Denn auf Fragen wie Schulen auf oder zu gab es keine einfachen Antworten. Aber jetzt, mit Impfung, ist der Schlachtplan gegen das Virus wenigstens glasklar. Die Impflücke so schnell und so vollständig wie möglich schließen. Alle Geimpften so schnell wie möglich boostern. Und bis dahin flatten the curve. Endspurt. Und noch was. Bitte lasst euch nicht anstecken von dem Hass, den manche Menschen momentan zur Schau tragen. Mm-mm. Da machen wir nicht mit. Unmenschlichkeit und Hass sind ein genauso schlimmes Virus wie SARS-CoV-2. Macht es euren Mitmenschen leicht, ihre Meinung zu ändern. Beschimpft sie nicht, das hat noch nie irgendjemanden überzeugt. Und seid nicht hämisch, wenn manche zu spät oder aus den falschen Gründen ihre Meinung ändern und sich doch impfen lassen, sondern freut euch einfach für sie und für die Impfquote. Leute, wir müssen das jetzt schaffen. Ich habe nämlich auch echt keinen Bock mehr, Corona-Videos zu machen. Wir müssen den Scheiß jetzt endlich mal beenden. Also teilt dieses Video, helft uns, diese Info zu verbreiten. Bis bald und bis dahin. Bleibt sicher.